Freude, schon bald ist es soweit, erwartet die Ankunft der Marvel-Zombies in Fortnite. Und das wird richtig gruselig werden. Zudem werden wir über das Ende der Fortnite-Season sprechen und was alles passieren wird. Das und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt im Video. Und wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, dann tragt doch gerne meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Okay, Freunde, heute wird es einfach gigamäßig spannend werden, denn es gibt sehr, sehr große Neuigkeiten und das auch zum großen Finale in Fortnite. Und zwar reden wir hier von epischen Veränderungen auf der Karte, der Rückkehr von Superhelden und das als Zombie-Version und natürlich der gefährlichen Bedrohung durch Dr. Doom. Und ja, es gibt auch neue Informationen über Galactus. Aber fangen wir direkt mal mit Part Nummer 1 an, und zwar dem großen Plan von Dr. Doom, deswegen lande ich hier auch. Denn der Typ scheint absolut komplett durchzudrehen. Und zwar ist in den letzten Stunden ein Video veröffentlicht worden. Hier geht ja gerade alles kaputt, wie bist du denn hier gelandet? Das zeigt, was in den nächsten Tagen sich alles beim Schloss von Dr. Doom hier verändern wird. Auf der einen Seite hier vorne und ich glaube auch hier beim Turm wird sich einiges ändern. Das gucken wir uns jetzt gleich mal zusammen an. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr bedrohlich und unheimlich. Fast noch ein bisschen unheimlicher als diesen Typen hier, der gerade alles auseinander nimmt. Egal, ich hole mir mal gerade ein paar bessere Waffen. Bin auf jeden Fall auch als Zombie-Superheld hier schon gekleidet. Diese Superhelden gibt es im Spiel einfach schon. Und so in der Art könnte man sich auf jeden Fall einen Spider-Man vorstellen. Oder vielleicht einen Captain America. Ich würde mich auf jeden Fall riesig darauf freuen. Kommen wir gleich aber noch zu. Ich glaube, ich muss jetzt gleich verhindern, dass Dr. Doom hier schon drauf geht. Aber schauen wir uns erstmal dieses Video an, was sehr, sehr unheimlich ist. Und zwar haben wir das im Trailer schon gesehen. Und das zeigt richtig heftige Veränderungen auf der Fortnite-Karte. Denn an Dr. Dooms Schloss ist einfach zu sehen. Was machst du denn hier? Geh mal gerade weg. Nerv mal nicht. Der will den alleine umlegen. Oh, du nervst jetzt gerade wieder. Aber ist gut, wenn er den killt. Wartet mal, wir warten einfach ab. Und zwar war an Dr. Dooms Schloss zu sehen, wie ein seltsamer grüner Rauch aufsteigt. Und was bedeutet das Ganze jetzt? Fortnite bereitet sich auf etwas sehr, sehr Großes vor. Und zwar ein Plan von Dr. Doom, die Sturmfarbe sogar zu ändern und damit extremes Chaos anzurichten. Ich glaube, das Chaos ist so groß, dass der Typ gerade sogar gestorben ist. Ich helfe mal kurz ein bisschen mit. 275 Schaden. Oh, er weiß gar nicht von wo. Okay, der ist auch weg vom Fenster. Also ob das noch bedrohlicher ist als ein Zombie-Superheld, der hier alle platt macht? Na, ich weiß ja nicht. Aber dennoch sieht das Ganze geistkrank krass aus. Erinnert mich auch sehr, sehr stark an Herr der Ringe. Und zwar an Sauron, der auch immer nur mit so einem Auge zu sehen gewesen ist und dann komplett durchdreht. Und es zeigt ja letzten Endes auch, wie mächtig gerade Dr. Doom ist. Hey, kniet ja alle schon nieder. Finde ich cool, Mann. Ich bin der Neue jetzt hier. Ich bin Zombie-Doom. Übrigens habe ich zuletzt auch gehört und gesehen, dass Leute auf Twitter geschrieben haben, dass wenn ihr zu nah an das Gesicht von Dr. Doom rankommt, der euch einfach die ganze Zeit anstarrt. Also wie bedrohlich ist das bitte? Das heißt, demnächst, wenn ich hier spiele, guckt nicht nur ihr zu, sondern auch Dr. Doom wird mich einfach angucken. Voll gruselig. Fightet da noch irgendeiner? Ich bin ein Zombie-Superheld und wusste bis gerade nicht mal, dass hier eine geile Kiste ist. Die mache ich eben auch nochmal auf. Boah, ich bin sowas von wieder back. Und das Geile ist, nicht nur ich bin back, sondern die Fantastic Four sind genauso wieder ready. Denn die sind ja am Anfang der Fortnite-Season augenscheinlich von Dr. Doom ausgeschaltet worden. Nicht alle sind tot, ein paar werden ein bisschen versteckt gehalten. Von einem ist sogar nur noch ein Herz übrig. Aber die sollen natürlich noch zurückkehren. Warum sollen die zurückkehren? Weil es die als Skins noch überhaupt gar nicht gibt. Und damit die Fortnite-Story so ein bisschen passt, müsste es möglicherweise sogar eine Zeitmaschine geben, in der wir zurückreisen können und die wieder zurückbringen. Oder einfach eine alternative Galaxie. Das ist im Marvel-Universum ja easy peasy möglich. Oh Gott, da schießt irgendeiner auf mich. Wir müssen ja Gott sei Dank nicht alle zurückbringen. Denn Mr. Fantastic beispielsweise, der lebt noch. Der ist gerade nur so ein bisschen als Ball verkleidet. Den müssen wir mal so ein bisschen entwirren und dann einfach zurückbringen. Oh Gott, hier ist noch irgendeiner mit Medaillon. Habe ich das Medaillon gar nicht? Doch, das ist ein anderer Typ. Crazy. Sue Storm ist offiziell auf jeden Fall auch noch nicht draufgegangen. Die ist einfach unsichtbar. Und wenn wir Glück haben, können wir vielleicht sogar das Ding zurückbringen. Der ist jetzt gerade ein Thron, aber wer weiß. Vielleicht kann man den auch ein bisschen entwirren. Also ich frage, wie man diese Leute zurückholen kann. Dann zieht euch das Video von mir rein, wie ich versucht habe, alle Schurken und Helden in Fortnite zurückzubringen, die Dr. Doom ausgeschaltet hat, um dann gegen ihn zu kämpfen. Rastet irgendeiner richtig aus. Ich glaube, ihr müsst gleich mich zurückbringen. Komm mal eben ab. Ich komm aber wieder. Boah, was? Wie trifft er mich?
Okay, das war crazy, Swayze. Noch 20 HP, aber hier ist ein Auto. Das könnte meine Rettung sein. Wir sehen uns, Freunde. Tschüss. Auf jeden Fall ist geplant, dass die Fantastic Four zurückkehren sollen und dann gemeinsam mit den anderen Avengers und den Marvel-Charakteren irgendwann gegen Dr. Doom kämpfen sollen. Die kennen den ja sowieso am besten, denn Dr. Doom stammt ja auch aus dem Universum der Fantastic Four. Dann müssen wir auf jeden Fall über die dunkle Bedrohung von Galactus sprechen. Denn der ist ja derzeit vermutlich noch tot auf der Karte. Zumindest sieht man seinen verbrannten Helm, der gekämpft hat und verloren hat. Der wird gleich auch eine entscheidende Rolle einnehmen, wenn es über die Zombie-Marvel-Avengers geht. Was für mich immer noch absolut heftig ist und todesgut passen würde. Aber reden wir erstmal über Galactus. Denn da gibt es wieder spannende neue News. Der Typ wird einfach anscheinend nicht langweilig. Denn wisst ihr noch, als Galactus in Kapitel 2 von Fortnite fast die Insel zerstört hat? Nun, es sieht so aus, als würde er wieder auferstehen. Denn neue Leaks deuten darauf hin, dass Galactus mit dem bevorstehenden Fortnite-Mers-Halloween-Event zurückkehren wird. Und das könnte sehr gut mit dem neuen Marvel-Zombie-Comic zusammenhängen. Werden wir uns gleich in Ruhe angucken, weil die ganzen Gegner hier geplättet sind. Ich hole mir mal da vorne den anderen Trank und dann gucken wir uns mal die ersten Comic-Seiten an, die sehr, sehr bedrohlich sind. Denn unter anderem ist Galactus da einfach eine Zombie-Version geworden. Aber lasst uns direkt mal zu der Ankunft der Marvel-Zombies in Fortnite kommen. Und jetzt wird es geisteskrank spannend werden, denn die Ereignisse scheinen sich gerade ein bisschen zu überschlagen. Denn es hat in letzter Zeit ein neues Comic gegeben, wo Galactus unter anderem mitspielt und da einfach die Zombie-Apokalypse ausgelöst worden ist. Ja, ihr habt richtig gehört, wenn ihr Fan von Marvel seid, habt ihr davon wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Und zwar geht es um die Zombie-Marvel-Charaktere. Das Ganze ist im Marvel What If übrigens auch schon thematisiert worden und war voll crazy. Ihr werdet auf jeden Fall schnell merken, dass diese Zombie-Charaktere extrem gut angekommen sind und deswegen schreibt Marvel da auch wieder neue Geschichten dazu. Und es würde so gut zu Fortnite-Mers passen, wenn wir zu den bestehenden Helden, die wir haben, einfach noch passende Zombie-Version bekommen würden. Zombies ist sowieso komplett underrated in Fortnite und das, obwohl die Story ja sehr, sehr dunkel ist und ja Zombies schon sehr, sehr oft in Fortnite drin gewesen sind. Man hat dann irgendwann ein bisschen runtergefahren, ich glaube, weil das irgendwann nicht mehr so gut angekommen ist, waren vielleicht aber auch die falschen Zombies. Wenn man das Ganze jetzt richtig angeht, könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze in diesem Fortnite-Mers richtig geisteskrank wird. Aber kommen wir erstmal dazu, was sind die Marvel-Zombies überhaupt? Im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein alternatives Universum in den Marvel-Comics, in dem ein mysteriöser Virus die Erde heimsucht und die mächtigen Helden der Welt in Zombies verwandelt. Ja, ihr habt richtig gehört, Captain America beispielsweise, Iron Man, Hulk und viele weitere Charaktere in Zombie-Version. Und jetzt wird es richtig interessant, denn dieser Virus stammt ursprünglich aus dem Körper von Galactus. Und was viele Leute dabei gar nicht wissen, diese Zombie-Marvel-Superhelden-Charaktere behalten dabei einfach den Großteil ihrer Kräfte. Teilweise sind die sogar noch stärker als vorher. Ich habe mir das ganze Marvel What If angeschaut und fand es super unheimlich. Iron Man, Captain America, unter anderem sogar Ant-Man in seiner riesigen Form als Zombie-Version zu sehen. Und jetzt stellt euch das Ganze aber bitte in Fortnite vor. Das wäre doch absolut giga heftig. Ich muss jetzt mal ganz schnell zu den Gegnern da vorne. Hier ist jetzt aktuell relativ wenig passiert. Hier ist irgendeiner in der Nähe. Hey, der will mich spitzhacken. Er ist schon Zombie geworden. Wie unheimlich bist du denn gerade? Willst du mir auflauern, ja? Aber nicht mit dem guten Wannabe. Es leben auch nicht mehr viele. Ich wollte eigentlich noch über Dr. Dooms Rüstung reden. Und den bevorstehenden Mephisto, der ins Spiel reinkommen wird. Das Ganze ist gerade richtig am Eskalieren. Denn der Typ ist in seinem Turm, den man derzeit leider hier nicht sehen kann, einfach wirklich ganz, ganz dunkle Sachen am Beschwören. Ich glaube, er steht kurz davor, diesen Mephisto auf die Karte zu bringen. Und damit werden dann richtig heftige, schlimme Monster auf die Karte kommen. Wer die ganze Zeit auf mich am Schießen ist, der will es ja wirklich wissen. Wird es wirklich ein paar draufkriegen, ne? Mal wieder austeilt. Fliegen wir ganz kurz rüber. Schauen, ob wir selber auch nochmal einen Schuss setzen können. Okay, das war jetzt nicht so stark. Ich bin auch ein Anfänger mit diesen Fähigkeiten. Aber der hat gut gesessen, oder? Er schießt doch auf mich. Kann er gar nicht mehr locker lassen. Der ist so gut wie tot. Aber ich kassiere gerade auch ein bisschen. Wir müssen versuchen, selber noch ein bisschen am Leben zu bleiben. Bin wieder back. Der ist gestorben. Der ist auch gestorben. Der braucht da gar nicht mehr drauf gehen. Jetzt kommt die Zeit von Wannabe, dem Zombie-Superhelden in dieser Runde. Schreibt mir unbedingt eure Meinung in die Kommentare rein.
Was haltet ihr von dem Ganzen? Feiert ihr das? Würdet ihr das ultra feiern? Soll das in Fortnite reinkommen? Oder habt ihr Angst? Das kann ja auch sein. Ich gehe jetzt erstmal in die Zone rein. Wird ja auch spannend zu sehen sein, wie die nächsten Fortnite-Updates abgehen werden. Schafft es, die gute Seite Dr. Doom in Zaum zu halten? Oder wird er richtig ausrasten? Und noch viel mehr Schurken auf die Fortnite-Karte bringen? Mach doch. Schieß weiter. Schieß mich kaputt. Es bringt doch überhaupt gar nichts. Die Raketen kommen gar nicht so weit. Leute, jetzt seid ihr dran. Lasst gern kostenlos ein Like und ein Abo da. Vergesst mich nicht, als Creator einzutragen im Itemshop, falls ihr euch irgendwas kauft. Oh, die geht's richtig ab. Die Musik ist schon am Ertönen. Oh, er geht sogar rüber. Ist das clever? Vielleicht. Ich versuche jetzt noch den epischen Sieg zu holen. Den ersten Zombie-Sieg. Oh, der Bot ist auch tot. Den hat irgendeiner ausgeknipst. Der nächste ist down. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe Zauberkräfte. Bin einfach Wanda geworden. Die ist übrigens auch geisteskrank stark gewesen. In Marvel What If. Könnte ich mir hier auch vorstellen. Und der gute Dr. Doom arbeitet ja derzeit auch noch mit Zaubersprüchen. Nicht ganz ausgeschlossen, dass es noch zauberhaft werden wird. Ich hab was für dich. Und zwar Raketen. Er muss sowieso rüberkommen. Boah, das sieht echt übel für dich aus. Ich will jetzt nicht mit dir tauschen. Ja, dann habe ich noch was für dich. Kleiner Raketeneinsatz. Du musst gleich rauskommen. Zombie Doom erwartet dich. Boom. Ist der schon tot? Ich glaube, der ist tot. Der letzte müsste irgendwo hier sein. Ich habe komplett den Überblick verloren. Ich weiß aktuell nicht mehr, wer lebt und wer noch tot ist. Oh, der letzte ist hier. Oh mein Gott, let's go. Was hat der denn da gemacht? Ich glaube, der ist auch schon tot gewesen.